Hallo, heute mal mit einem kurzen Rückblick. Eine Frau wird von der französischen Justiz im Jahre 2016 des Amtsmissbrauchs und des fahrlässigen Umgangs mit öffentlichen Geldern schuldig gesprochen. Aber keine Sorge, wer sich in einem solch elitären Zirkel aufhält wie Christine Lagarde, der kommt natürlich nicht ins Gefängnis, sondern wird zur Strafe direkt auf den Chefsessel der Europäischen Zentralbank katapultiert. Der Fachmann staunt, der Laie wundert sich und ich muss euch in diesem Video ausdrücklich vor dem warnen, was mit dieser Frau an der Spitze der Europäischen Zentralbank, kurz EZB, auf uns zukommt. Für alle, die mit dem Namen Christine Lagarde noch nicht so viel anfangen können, Frau Lagarde ist in erster Linie eine Juristin und Politikerin. Ihre Qualität in einer verantwortlichen Position in Finanzfragen konnte sie dagegen noch nicht wirklich unter Beweis stellen, obwohl sie als französische Wirtschafts- und Finanzministerin unter Nicolas Sarkozy tätig war und später sogar Chefin des Internationalen Währungsfonds, also kurz IWF, wurde. Ich frage mich jedoch allen Ernstes, ob sie durch Kompetenz oder Kontakte in die jeweiligen Positionen gekommen ist. Ich vermute eher Letzteres, denn im Knüpfen wertvoller Kontakte und Netzwerke ist Frau Lagarde zweifellos eine Meisterin. Aber zurück zu Frau Lagarde. Tolle Frisur, tolle Kostüme, Chapeau. Wenn man schon eine Frau Merkel für ihre vorbildliche Flüchtlingspolitik lobt, tja, dann sollte man wenigstens gut aussehen dabei. Das kann Frau Lagarde an der Spitze des Internationalen Währungsfonds. Ja, da kann man auch schon einen Kredit in Höhe von 50 Milliarden Dollar auf den Roulette-Tisch legen. Ja, und worauf setzt der Star meines heutigen Videos? Natürlich auf Argentinien. Kann man machen, ist ja nicht ihr Geld, was verprasst wird. Da kann man nur noch den, ja, Kopf schütteln und man hätte einfach mal im Vorfeld ja, das Geschäftsmodell Argentiniens anschauen können. Doch Schluss mit der Ironie, denn das, was jetzt folgt, wird nicht lustig und ist ja bitter ernst. Christine Lagarde wird offensichtlich in wenigen Tagen Mario Draghi an der Spitze der EZB ablösen. Und wer von euch Verantwortung für das eigene Vermögen übernommen hat, der muss ganz klar gewarnt werden. Man muss nämlich wissen, welches Geisteskind Frau Lagarde letzten Endes ist. Und es geht meiner Meinung nach weniger um ihre Kompetenzen in finanziellen Angelegenheiten, als vielmehr um die Durchsetzung einer Agenda, die von den Finanzeliten bereits in Gang gesetzt wurde. Offenbar geht es einigen Herrschaften nicht schnell genug und ich bin sicher, Frau Lagarde wird Dampf machen, richtig Dampf machen. In ihrer Position als IWF-Chefin hat sie bereits klargemacht, wohin die Reise gehen wird. Das politische Ziel von Frau Lagarde besteht in der Abschaffung des Bargelds. Ich wiederhole mich, Frau Lagarde möchte das Bargeld abschaffen. Oder sagen wir einmal so, das Klientel von Frau Lagarde möchte das Bargeld abschaffen. Weshalb das so ist, ist ganz einfach zu erklären. Ich mache allerdings jetzt die Klammer auf und sage ausdrücklich, dass es sich um meine Theorie handelt. Wenn du anderer Meinung bist, dann freue ich mich natürlich auch immer wieder sehr auf deinen Kommentar unterhalb des Videos. Klammer zu. Im Augenblick bekommst du für dein Geld auf der Bank Nullzinsen. Die Banken möchten die Sparer jedoch langfristig an der Begleichung von Staatsschulden beteiligen. Das ist offensichtlich. Und wie können sie das Ganze tun? Ganz einfach, anstelle von Nullzinsen werden ganz einfach Negativzinsen erhoben. Du musst also dann Geld dafür bezahlen, dass du der Bank dein Geld leihst. Ja, und jetzt gibt es natürlich ein ganz einfaches Schlupfloch. Ich hebe mein Geld in bar ab und deponiere es an einem sicheren Ort, meiner Wahl. Und schon würde ich keine Negativzinsen mehr bezahlen. Du glaubst, das ist noch dunkle Theorie? Ich glaube das nicht, denn es existieren mehrere Strategiepapiere seitens des IWF, ich habe da auch schon ein Video gemacht, in denen perfide PR-Maßnahmen und konkrete Vorgehensweisen beschrieben werden, wonach dem Bürger Bargeld madig gemacht werden soll. Elektronischer Zahlungsverkehr ist jung und sexy. Bargeld soll dagegen nur etwas für Ewiggestriges sein. Ein weiteres Indiz, welches für meine Theorie spricht, der Goldpreis steigt kontinuierlich an und genießt höchstes Ansehen als sicherer Hafen. Ich habe euch ja im letzten Video bereits gesagt, dass die deutschen Haushalte mittlerweile
über mehr Gold verfügen als die US-Notenbank. Das kann nicht im Sinne der genannten Agenda sein. Und deshalb macht ja auch das Ganze Sinn, die Obergrenze von ehemals 14.900 Euro auf bald 2.000 Euro herunterzusetzen. Ich möchte jetzt langsam zu Ende kommen und einfach nur noch einmal ein paar Gedanken in den Raum werfen. Glaubst du, die deutschen Bürger würden auf die Straße gehen, wenn man ihnen das Bargeld wegnimmt? Ich glaube das nicht. Und diejenigen, die darüber entscheiden, glauben das auch ganz sicher nicht. Und deshalb bekommen wir jetzt Christine Lagarde vor die Nase gesetzt. Ihr werdet sehen, mit einer Christine Lagarde an der Spitze der EZB werden Finanzentscheidungen zum Nachteil der Bürger, also insbesondere in Deutschland, deutlich schneller durchgepeitscht als noch unter Mario Draghi. Die Enteignung ist im vollen Gange und du alleine entscheidest, ob du mitspielst oder nicht. Es gibt Möglichkeiten der finanziellen Freiheit. Lass dich nicht von den Eliten für dumm verkaufen. Wenn du es bislang noch nicht getan hast, dann fange jetzt unbedingt an, für dein Vermögen Verantwortung zu übernehmen. Christine Lagarde zieht dem deutschen Michel das Fell schneller über die Ohren, als er bis drei zählen kann. Wenn du dein Geld noch in Sicherheit bringen möchtest, dann informiere dich. Du erhältst von mir einen kostenfreien Crashkurs über Geldsicherheit in meinem neuen Webinar. Den Link findest du unterhalb des Videos. Und bitte trage dich in meinen Newsletter ein, denn dort erhältst du hochkarätige Insider-Informationen aus der Praxis. An dieser Stelle und zum Schluss nochmal eine große Bitte. Gib diesem Video einen Like, abonniere auch meinen Kanal, beteile dich an der Diskussion und ganz wichtig, teile meine Videos. Denn das sollten auf jeden Fall mehr Menschen erfahren, was hier hinter den Kulissen wirklich passiert. Ich sage danke, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, alles Gute bei deinen Geldanlagen und natürlich herzliche Grüße hier aus Eichenzell, dein Daniel Sauer.